Liebe Gemeinde, herzlich willkommen in der St. Nikolaikirche in Diepholz. Das kennt ihr sicher, oder das kennen Sie sicher. Die Leute reden. Hintenrum, was macht der denn da? Was macht die schon wieder? Arbeitet die auch manchmal? Oder lange nicht mehr in der Kirche gewesen? Und diese Schuhe und diese Frisur. Manchmal aber auch ganz direkt. Na, du bist ja schon mal schlanker gewesen. Oder schon wieder beim Kaffee trinken? Heute ein bisschen viel Klopapier gekauft. Manchmal nerven uns solche Dinge. Manchmal verletzen sie aber auch und gehen uns lange nach. Allerdings sind auch die wenigsten von uns sicher davor, nicht selbst einmal über andere zu reden. Ein Lied von den Ärzten begleitet mich schon eine Weile. Und vielleicht kann ich das irgendwann einmal so verinnerlichen, dass ich mich nicht mehr aufrege. In dem Refrain heißt es dort: Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben eh nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden, das haben sie immer schon gemacht. Auch wer nicht so gern die Ärzte hört, kann sich das ja zu Hause einmal anhören. Und immer wieder dann mal, wenn einen die Rederei nervt. Auch Jesus wurden immer wieder die übelsten Dinge nachgesagt. Und auch die Jünger und die Apostel hatten es nicht leicht. Menschen reden halt gerne, am liebsten über andere und je nach Veranlagung auch nicht immer gut. Gott hat uns gut gedacht. Und auch gut gemacht. Er hat uns beauftragt, von seiner Liebe zu erzählen und in seinem Sinne zu handeln. Dass uns das nicht immer gleich gut gelingt, das weiß er. Und das ist bei ihm gut aufgehoben. Aber dass er uns nicht alleine lässt, dessen dürfen wir gewiss sein. Ein Vers aus Josua 1 ist mir in den letzten Jahren wichtig geworden. Dort heißt es, nach der Übersetzung der guten Nachricht: Gott spricht, ich sage dir noch einmal, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Bei Luther heißt der Vers so: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und erschrecke dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du tust. Amen. Gott segne und behüte euch. Amen.